Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Pure Duo. Und ihr könnt es euch sicher schon denken, wir sind hier bei. Warte, wie hieß das Ding nochmal? Bayla. Süßer Name, ne? Wer weiß, ob das, was da folgt, gleich auch noch so süß ist und wie das Ganze ausgehen wird. Genau, erstmal, ich habe hier Sumsi am Start, ihr habt es bestimmt schon gesehen, ne? Und wir haben überall ein paar Velos im Turret-Mode stehen. Wir haben hier so eine kleine Gruppe Dinos, die eh weg mussten. Ich habe keine Kratos mehr, ich muss Tiere loswerden. Und Raptoren, die bei denen so ziemlich ähnliches gilt. Und dann unsere Velos, die wir schon mal ein bisschen aufwärmen für den Steinbjörn. Wir haben nämlich keine Ahnung, was jetzt folgt. Was Bayla ist, was Bayla kann, was Bayla tut. Weiß ich nicht. Keine Wir hätten Ahnung. Ein bisschen mehr Fleisch mitnehmen sollen. Wir haben doch von den Dings vorhin was ge. Ja, habe ich dir gerade ein bisschen ins Inventar gedrückt. Ah, ja. Genau, auf jeden Fall werden wir den jetzt gleich spawnen und dann die Villos stehen alle auf Turret-Mode. Die ja, anderen hoffe. Viecher alle aufgreife mein Ziel an und ich bin ganz gespannt. Ich habe null Plan, was da kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, uns wird es zerlegen, aber wir werden es sehen. Warte mal, könnte man auf dem Bild von Bayla irgendwas erkennen? Nee, ich habe da gerade nichts erkannt. Oh, es ist eine Bee! Oh Gott, oh Gott. Warte mal, wie funktioniert nochmal ein Velo? Scheiße. String ja, ich hab's. Nee, mit C. C war's bei mir. Oder C, ja. Okay. Okay, also stehen unsere Velos da nicht sicher. Ich hätte gedacht, die stehen da oben sicher. Aber es ist einfach mal eine Riesensumsi. Tja, muss man halt mal haben. Ja. Das ist interessant. Ich meine, man hätte es sich auch denken können eigentlich, ne? Wir sind in der Honighöhle. Ja, aber ich habe tatsächlich noch nicht damit gerechnet. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass es ein Sumsi-Lein sein könnte. Okay, der erste Dino ist ein 122er gewesen. Ist tot. Das wundert mich nicht. Die haben teilweise nur 1000 Leben. Wie gesagt, die muss ich aber auch ewig loswerden. Wenn die Velos überleben, bin ich glücklich. Und es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Noch ein Dino ist weg. Noch ein Dino. Alleine dieses Geräusch, was die macht. Oh, jetzt kommt sie mal näher. Jetzt kann ich mal was sehen hier. Ich sehe gar nichts, wenn ich die Schadenszahlen anmache. Okay, der erste Tech Raptor ist tot. Oh, jetzt kommt Gift. Und von hier aus kann ich halt nichts treffen, ne? Nee. Wenn sie zu nah ist. Kann sie auch schlecht hauen, damit. Ja. Also sind Velos eigentlich gar nicht mal so schlecht? Ja. Das war gar nicht so die dumme Idee. Ach, die spawnen auch noch irgendwas, ne? Ja, wir sollten vielleicht die Tiere, die nicht auffressen lassen, dann könnten wir eine Haut nehmen. Ja. Ist das normal, dass die Velos sich so drehen dabei, wenn, wenn die im Turret-Mode sind? Ich dachte mal, die schießen ja, nur noch. Ja, weil die ja nicht laufen können. Ah, okay. Oh, hier ist das Zeug drin. Wir haben die Haut. Sehr cool. Und ich habe gelootet ein Schwert, ein Sabertooth-Sattel, ein Pulmoniskorpius-Sattel, 30 Element. Ein Basiliskensattel, Karkinos-Sattel. Also alles ziemlich unnützes Zeug. Wir müssen wieder hier Hattie und Skull machen, die haben besseres Zeug gegeben. Ja, ja. Und halt so ein Relikt haben wir bekommen. Ey, das ist krass und cool. Wir brauchen jetzt von denen nur noch den Steinbjörn, dann haben wir diese ganzen Relikte. Und dann müssen wir mal gucken. Dann werden wir wahrscheinlich noch hier Brutmutter, Affe und Drache machen müssen. Aber da mir reicht hier ehrlich gesagt Gamma. Und dann können wir irgendwann diesen Fenrir-Kampf machen zum Schluss. Also es ist noch eine ganze Menge, was wir noch zu tun haben, aber wir haben auch nicht mehr so viel. Also es ist, wir sind auch schon, haben schon gut was geschafft, würde ich mal sagen, ne? Mhm. Ja. Und dann machen wir auf jeden Fall beim nächsten mit den Steinbjörn, würde ich mal sagen. Ja. Und das ist jetzt hier, ihr habt ja jetzt schon gemerkt, die letzten Tage kamen ja keine Folgen, was
verschiedene Gründe hat. Einerseits wollte ich ohne Sumsi nicht weitermachen bei diesem End-Content, sage ich jetzt mal. Hier so die Bosse und so, das fand ich einfach schöner, wenn wir das zusammen machen. So macht Sumsi das auch mal und weiß nicht, zu zweit macht sowieso mehr Spaß. Für euch ist, glaube ich, auch cooler, wenn man das zu zweit macht. Und ist einfach alles besser so, ne? Und einmal das. Und die ersten Tage konnte Sumsi nicht. Und dann war es auch für mich schwierig aufzunehmen aus sowohl zeitlichen Gründen als auch, dass ich zwischendrin auch einfach mal eine Pause brauchte. Und das hat mir, glaube ich, ganz gut getan. Zumindest fühlt sich so an. Und es wird jetzt alle paar Tage, würde ich mal sagen. Es kann sein, dass es jeden zweiten Tag ist. Kann sein, dass es länger dauert. Da lasst euch überraschen und da seid ihr zum Glück so, dass ihr mir das in der Regel bisher nicht übel genommen habt. Und das weiß ich sehr zu schätzen, dass es manchmal halt auch ein bisschen unregelmäßiger vielleicht mal zugehen kann. Wir werden das jetzt so machen, wie wir es schaffen, gerade weil die Boss ja auch teilweise ein bisschen Vorbereitung brauchen. Dass wir eben alle paar Tage jetzt hier ein bisschen weitermachen. Und als nächstes gibt es dann, wie gesagt, den Steinbären zu sehen. Die Folgen werden wahrscheinlich vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht auch mal länger. Das ging jetzt alles hier schon wieder schneller, als ich dachte. Ja. Und ohne Tode, also ohne sonderlich große Tode von uns jetzt. Ne? Also. Genau. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch das Ganze aufreihen mit in die Folge genommen, weil da waren Sumsi und ich uns eigentlich einig, dass wir das nicht in der Folge haben wollen, weil wir nur Tiere rausstellen, hinstellen und so. Das ist ja voll langweilig, ne? Aber so gab es halt jetzt auch nur eine Mini-Folge für euch. Aber das kommt. Da müsst ihr durch, ne? Deswegen sagen wir jetzt hier heute vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Handy denkt wieder, ich rede mit ihm. Nein, tue ich nicht. Du hast ein komisches Handy. Ja, schon. Aber ich mag's. Ist schon echt lange an meiner Seite und das darf da auch gerne noch ein bisschen bleiben. So, also genau, das war aber erfolgreich und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Yay! Und dann schauen wir mal, was dieser Steinbjörn so drauf hat. Klatschen. Ich vermute mal, ich glaube, da gehen wir nur mit Bedos hin, würde ich fast sagen. Ja. Oder vielleicht ein bisschen was zum Tanken vorne noch mit rein oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, das war ja auch nicht so viel Platz. Die du nicht mehr haben willst. Ja, genau. Ich kann die Ramton und die Dinos wieder hinstellen. Von der Masse her tanken die genug. Ja, schon. Also zumindest für den Moment wahrscheinlich. Also wer weiß, was der lenkt zumindest von uns ab. Also. Ja, also die Bosse sind ja jetzt bisher nicht so heftig gewesen, dass sie nicht machbar wären oder so. Also das finde ich eigentlich ganz... Finde ich eigentlich ganz angenehm. Kann man auch gut mal zum einfach nur Looten machen, ne? Das stimmt. Theoretisch, ja. Gut, jetzt haben wir schon wieder doch eine ganze Menge gelabert und hier sind wieder wunderschöne Greife, die gucken wir uns gerade noch an. Was? Oh. Wunderschön im Sinne von, Nein. Aber wenn du Greifen suchst, dann hier die Ecke sind auch immer richtig viele unterwegs. Ja, irgendwie. Deswegen. Aber da ist, glaube ich, auch noch einer, oder? Und eine rot-pinke, ein rot-pinker Teri, Level 115. Nicht dein Ernst. So. Oh. Ach, da in den Bäumen. Ja, aber der hat jetzt schon voll viele Pünktchen verschenkt auf irgendwie Oxy, Food und Speed. Da kann man dann sagen, okay, wenn er jetzt schon so viele Punkte verschenkt hat und so aussieht, wie er aussieht, dann muss man den jetzt nicht unbedingt sehen. Nee? Ja. Warum nicht? Aber das ist doch ein 150er. Ja. So, also, aber ich versuche seit... ja, genau, könnt ihr euch holen. Ich versuche seit 2 Minuten oder 3 Minuten, ich glaube sogar schon länger, die Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oh, hast du den... Warte, hast du den Aki gesehen hier? Den musst du nochmal zeigen. Komm zurück. Aber der ist doch hübsch, der rote und der lila auch. Sind die alle drei hübsch? Ja, nee, nein. Hä, die sind voll hübsch? Nein, der eine ist nicht hübsch. Bäh. Das sieht voll komisch aus mit dieser Farbkombi, mit diesem Flieger. Ja, das Orange an den Spitzen ist nicht so geil, aber der Rest... Ja. Der Rest ist doch...
Gut, bis demnächst. Ich wollte noch bis morgen sagen, aber bis demnächst. Danke, bis zum Start. Ciao, ciao.